Herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung. Wir beginnen mit einer ganz aktuellen Meldung. Für unsere Schule wurden neue Schülersprecher gewählt. Diesmal durften alle Schüler mitreden. Die meisten Stimmen bekam Benedikt Fischer und wir hoffen, er macht seine Sache gut. Für Unterstützung sorgen Johanna Schlupp und Lukas Schunke als Stellvertreter. Alle Wege führen nach Rom, so auch für 55 Schüler unserer Oberstufe. Am 16. September fuhren wir um 20 Uhr los, um nach 16 Stunden die heilige Stadt zu erreichen. Am ersten Tag rollten wir mit dem Bus in die antike Stadt Pompeji. Bei einem Ausbruch des Vesuvs wurde diese verschüttet und weitgehend konserviert. Durch eine interessante Führung bekamen wir einen kleinen Einblick in die großen Mauern. Die Rückfahrt zu unserem Quartier führte uns am Strand vorbei. Am nächsten Tag folgten die großen Attraktionen des antiken Roms. Durch den Eintritt in das Kolosseum bekamen wir eine überwältigende Kulisse zu sehen. Danach standen das Kapitol, die Kaiserforen, das Trajansforum sowie das Forum Romanum auf der Liste. Damit jedoch die nötigen Informationen nicht fehlten, gab es für jede Sehenswürdigkeit einen ausgearbeiteten Vortrag zu hören, womit nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer noch einiges kennenlernen konnten. Am Mittwoch ging es ins moderne Rom. Durch den Besuch des Petersdoms im Vatikan konnten wir einen Blick auf die Stadt von oben werfen. Anschließend liefen wir zur Engelsburg, über Brücken und Straßen bis hin zur Piazza Navona, welche besondere Einblicke in die Kunst gab. Für eine Verschnaufpause ging es dann in die wahrscheinlich beste Eisdiele der Welt, die für einen guten Genuss und etwas Erholung sorgte. Am Ende des Tages wurden der Trevi-Brunnen und die spanische Treppe besucht. Auf der Heimreise legten wir einen Zwischenstopp in einer weiteren Stadt mit viel Geschichte und Geschichten ein, Verona. Ciao bella Italia! Ciao bella Italia! Solange wie es GGM gibt, wird eines unserer Schulgebäude von einem wunderschönen Bauzaun umrahmt. Wir sind der Frage nachgegangen, wie es damit weitergeht. Der Blick aus unserem Studio ist schon lange Zeit vergittert. Das ganze Schulgebäude ist umstellt. Wen soll dieser Zaun wovor schützen? Ja, also wir finden den nicht gerade wirklich schön. Wir wissen auch ehrlich gesagt nicht, warum der da steht und was der für einen Sinn hat, aber naja. Ja, also wenn die Kleinen ins Fußball spielen oder so und der fliegt halt da runter und das, dann muss man halt immer drunter klettern, den Ball holen, das stört halt. Also der Bauzaun ist dafür da, dass beim Fenster da die Steine nicht runterfallen und wenn wir da dann hingehen, dass die dann nicht auf uns fallen. Ja, ausgehend war ja erstmal die Sachlage, dass es eine Gefährdung für die Schüler gab. Diese Gefährdung musste kurzfristig durch eine Schutzmaßnahme, und das war am Ende der Bauzaun, musste verringert werden. Wir haben natürlich nicht die Absicht, und ich hoffe die Schulverwaltung auch nicht, oder das Landratsamt, dass dieser Bauzaun über Jahre bestehen bleibt. Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen. Ein Grund für uns im Landratsamt, mal genauer nachzufragen. Dort waren wir mit dem zweiten Beigeordneten des Landrats verabredet.
Es ist also so, dass wir ein denkmalgeschütztes Gebäude haben und die Fassade Mängel aufweist. Um diese Mängel zu beseitigen, müssen wir als Landkreis Gotha, als Schulträger, jetzt ein Ingenieurbüro beauftragen, die Fassade genau untersucht und uns dann sagt, die Sanierung kostet den Betrag X. Wir rechnen, dass es mehrere hunderttausend Euro sind. Und dieser Betrag, den uns dieses Ingenieurbüro mitteilt, den müssen wir in den Haushaltsplan des Landkreises Gotha einstellen. Da sind dann die Kreistagsmitglieder gefragt, die über den Haushalt abstimmen und uns die Summe praktisch bestätigen. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir einen bestätigten Haushaltsplan haben, wo die Fassadensanierung als Bestandteil mit eingearbeitet ist, dann machen wir eine Ausschreibung und beauftragen Baufirmen. Und das dauert natürlich alles seine Zeit. Also ich rechne damit, dass wir im nächsten Jahr vielleicht die Summe haben, um die es hier geht, und im Haushalt 2014 dann vielleicht diese Fassadensanierung eingeplant haben. Schneller geht's auf keinen Fall. Wir werden also höchstwahrscheinlich noch 2 Jahre mit dem Bauzaun leben müssen. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Nächsten Sommer wollen wir Farbe ins Spiel bringen. Auch für diese Sendung interviewten wir wieder einen Lehrer. Diesmal hat uns Frau Stops die Ehre erwiesen. Hallo Frau Stops. Hallo Johanna. Was gefällt Ihnen denn an unserer Schule? Ja, ich finde hier die familiäre Atmosphäre sehr, sehr angenehm. Wir haben ein sehr schönes Verhältnis zwischen Lehrern untereinander, die Schüler untereinander und natürlich auch zwischen Lehrern und Schülern, sodass also Probleme, die irgendwie mal auftreten, relativ schnell und direkt gelöst werden können und man sich hier schon morgens, wenn man reinkommt und freundlich begrüßt wird, einfach nur wohlfühlt. Das finde ich toll. Was wollten Sie denn als kleines Kind mal werden? Das glaubt ja kein Mensch, aber zuallererst wollte ich Verkäuferin werden, weil bei uns im Dorf gab es noch so einen kleinen Krämerladen und ich habe immer gedacht, die Frau, die da verkauft, die kann das ganze Geld für sich behalten und das fand ich total cool und da wollte ich Verkäuferin werden, ja. Gibt es ein Land, wohin Sie schon immer mal reisen wollten? Ja, unbedingt Neuseeland. Das finde ich total schön, das fasziniert mich. Aber ich habe halt nur Bildbände davon und gucke immer meine Reportage. Aber das ist so mein Traum, das werde ich auch noch mal realisieren. Was machen Sie denn als erstes, wenn Sie nach der Schule nach Hause kommen? Ja, da werfe ich erstmal meine Tasche in die Ecke. Da ist erstmal ein bisschen Entspannung angesagt. Kümmere ich mich um meinen Hund und gehe am liebsten erstmal raus ins Grüne, in die Natur, egal bei welchem Wetter. Das brauche ich dann erstmal abschalten. Wie heißt Ihr Hund denn? Mein Hund heißt Freier und ist ein irischer Wolfshund und ist eine ganz sanfte, ja, eine ganz liebe. Würden Sie lieber einen Burger oder ein Sandwich essen? Ja, also das ist sicherlich stimmungsabhängig, ne? Je nachdem, was man gerade für einen Appetit hat. Und momentan, glaube ich, stehe ich eher auf Burger. Also so die große Weite und der Wilde Westen würde mich schon mal jetzt mehr interessieren als das etwas gediegenere Sandwich. Haben Sie zurzeit einen Ohrwurm? Muss ich sagen, nein, ist im Moment nicht. Also ich stehe mehr so auf, naja, diese handgemachte Blues-Rock-Geschichte und da ist mir die moderne Musik im Moment, was da so in den einschlägigen Radiosendungen läuft, nicht so ganz nah. Deshalb nicht so richtig, nee. Waren Sie schon mal auf einem Konzert, was Ihnen besonders gut gefallen hat? Ah ja, auf einigen. Am meisten ist mir in Erinnerung geblieben, als bei den Stones AC/DC als Vorband aufgetreten ist. Also das war einfach nur, das war Rock in Hochkultur und natürlich potenziert. Das war total cool, ja. Haben Sie denn ein englisches Lieblingswort? Ja, keep smiling, würde ich mal sagen, in jeder Situation. Gelingt natürlich nicht immer. Aber ich denke mal, man sollte es irgendwo versuchen, als Lebensmaxime sich zu eigen zu machen und auch in unangenehmen Situationen immer versuchen, irgendwo die Ruhe zu bewahren. Wenn ihr Ideen habt, was wir welchen Lehrer als nächstes fragen können, lasst sie uns wissen. Damit wünschen wir euch schöne Ferien. Und denkt dran, Süßigkeiten bereitzustellen. Am 31. Oktober heißt es wieder: Süßes, sonst gibt's Saures. Auf Wiedersehen.